Es gibt immer wieder Leute, die mich über den Tisch ziehen wollen, die dann aber große Augen bekommen, wenn sie feststellen müssen, dass in Wahrheit sie es sind, die an die gegenüberliegende Tischkante gerutscht sind. Ich habe nämlich keine Angst, in solchen Fällen meine Rechte knallhart durchzusetzen. Dabei wende ich immer dieselben Strategien an. Anstatt mich lang und breit mit den niederen Knallachen herumzuärgern, knöpfe ich mir doch lieber gleich den obersten Chef vor. Das habe ich mit dem Vorstandschef der Deutschen Bundespost ebenso durchexerziert wie mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Kaffeeröster Tschibo oder dem Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und in jedem Fall habe ich nicht nur mein Geld zurückbekommen, sondern dicke Entschuldigungspräsente obendrauf. Wollen auch Sie so etwas schaffen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Reich durch Vergleich. Entdecken Sie unfehlbare Methoden, um durch Vergleiche jede Menge Geld oder hochwertige Geschenke einzustreichen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.